Hi, eure Safida hier mit einer neuen Folge von Okay, Horizon. Sekka müsste hier irgendwo sein. Aloy, ich bin hier. Die Wasserflügel sind unten am Strand. Such dir einen aus. Sobald du einen kontrollierst, werden wir sehen, ob der Plan funktioniert. Ja, ich bin gespannt. Muss zugeben, es ist jetzt wieder so ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal eine Aufnahme gemacht habe. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch. Genau, wir wollten auf jeden Fall zu Laundras Insel. Aber vorher brauchen wir einen von den hübschen. Ganz kurz. Ich irgendwie. Achso, okay, sie nee, scheint stark gegen Schock zu sein. Gesehen haben sie mich nicht. Am liebsten würde ich den nehmen, aber da muss ich einmal quer durchs Gebiet. Der patrouilliert. Okay. Bewegen sich alle. Okay, der fliegt wieder weg. Ich würde den nehmen. Was machen die da? Oder der da? Oh. Die gesehen, der ist runter und so. Und der ist abgetaucht. Nein, 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 ich bin nicht da. Ah, es könnte ein bisschen fummelig werden, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ach, toll. Warte. Was machst du da? Huh. Okay. Ganz ruhig atmen. Was war noch mal die Taste zum Überbrücken? Ich glaube, das war Dreieck, oder? Och, komm. Das ist doch jetzt nicht wahr. Okay, der ist jetzt... Wo auch immer. Ich mach's wahrscheinlich komplett... viel zu umständlich wahrscheinlich. Aber ich möchte ungern von denen gesehen werden, auch weil zu viele sind. Okay, der andere bewegt sich jetzt wieder. Ah, mal gucken. Okay, der geht da lang. Ich glaube, das ist unsere Chance. Okay. Fliegen wir dieses Ding zu Laundras Park? Ja, aber zuerst. Ein Freund hat mir bei der Tauchermaske geholfen. Damit ertrinkst du nicht. Aber was ist mit dir? Schon okay. Ich komme klar. Was? Okay. Dann also los. Okay, fliege und tauche. Ui. Wow, ich kann hier unten tatsächlich atmen. Okay, aber wir können nicht so lange atmen. Aloy, Vorsicht! Okay. Oh Gott.
uns Deckung! Das hoffe ich einfach mal. Oh Gott, die Steuerung. Achtung! Geh hinter den Ruinen Deckung! Ja, muss ich. Muss ich, glaube ich. Okay, landen kann ich, glaube ich, nicht. Das wird echt auch knapp! Nicht tief genug zum Tauchen. Ja, das weiß ich jetzt. Wir werden getroffen! Unter Wasser, Eloy! Oh, jetzt tauch doch mal runter! Oh Gott! Hilfe! Gleich geschafft, Eloy! Los! Hier, danke. Sollen wir? Alles okay? Ohne die Maske. Ich habe mir Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Danke. Tja, wir sind hier. Finden wir Laundra und setzen dem Ganzen ein Ende. Wann ist es Nacht geworden? Es war doch eben noch Sonnenuntergang. Vorsicht! Da sind Wachen. Hast du Walter heute gesehen? Nein. Er sitzt im Vulkan, seit die letzte Ladung gekommen ist. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ach dumm. Wir müssen wohl zu dem großen, unechten Vulkan. Vielleicht finden wir da auch Kina. Kacke. Gibt es hier irgendwie einen Weg nach oben? Bestimmt. Wie? Hier kann man nicht hochklettern? Ich sehe keinen Weg zu dir. Ja. Ich sehe auch keinen Weg nach oben, von daher passt es. Wird da eigentlich die Wachen fertig machen, aber... Ich hoffe, die letzte Ladung ist bald durch. Ich bin bereit zum Aufstieg. Ja. Ich habe vom Wachdienst wirklich genug. Ja, okay. Toll. Was? Sag mal, willst du mich? Willst du mich doch holen? Okay, der hat einen Kopf aus Stahl. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich treffe ich immer den Felsen, der davor ist. Okay, das ist Munitionsverschwendung. Okay. Haben wir hier irgendwie einen Weg? Ah, okay, da muss ich lang. Okay. Wechsle schon mal die Munition bzw. die Waffe. Okay, es scheint aber nur der eine zu sein. Somit nicht weiter will. What the fuck? Was ist das? Warte mal, ist das ein Dino? Das ist doch ein... Ist das ein T-Rex? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein T-Rex.
Okay, zieh mir weiter. Wenn der Schild aktiv ist, müssen wir anders reinkommen. Ja, der Schild ist definitiv aktiv. Hier ist ein Weg. Oh, der hat einen Goldbarren bei sich. Meine Güte. Okay, das ist ein Lagerfeuer. Ich hoffe, da kommen wir rein. Laundra. Wohl noch eins seiner Unternehmen. Er wollte seine Finger überall im Spiel haben. Laundra Productions. Oh, das ist ein... Okay. Ah, dachte ich mir schon. Okay, ich habe schon was gefunden. Ob ich die Leiter da runterschießen kann? Ich glaube nicht, oder? Nee, okay. Okay. So geht auch. Hoch damit. Okay, damit sind wir drin. Vielleicht hole ich mir ein paar extra Rationen. Vergiss es. Alles ist weggeschlossen. Nur Fedder hat einen Schlüssel. Ich kenne Fedder. Ein echter Mistkerl, schon bevor Laundra da war. Aber sein Schlüssel klingt nützlich. Kacke. Dann mal los! Gesessen. Sehe ich auch so. Okay. Ich finde das übrigens interessant, dass da irgendwie nur Mistkerle unterwegs sind. Ich meine, dieser Sess und der andere, ich glaube, Brenig oder wie der nochmal hieß, die waren ja auch irgendwie anstrengend. Diese große Kreatur. Ich glaube, das ist ein Dinosaurier. Ein Wahrsager hat mir von ihnen erzählt, aber was macht der hier? Ich glaube, wir sind in Jurassic Park gelandet. So zwischendurch. Ich weiß noch genau, wie anmutig Evelyn auf dieser Bühne aussah. Ein Kontrast zu dem lächerlichen Szenario voller Blut und Asche. Bei jedem verstohlenen Blick in meine Richtung musste ich lächeln. Ich dachte, sie hätte nur Augen für mich. Wie falsch ich lag. Okay, also hatte seine Frau... okay. Das war wohl ein Set für ein Holo. All dieses Zeug, für was das nicht wahr ist? Nicht schlecht. Interessant. Muss ich hier hoch oder muss ich da unten lang? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich denke, wir werden es herausfinden. Gibt es einen anderen Weg? Wieso? Ich bin eine Treppe hochgelaufen. Kannst du keine Treppen hochgehen? Ah, da. Okay. Ja gut, dann hätte ich wahrscheinlich... Ich zieh die mal runter. Ah, okay, gut. Das ist... Hä? Warum gibt es dann diesen Weg hier? Aufs Dach komme ich irgendwie nicht. Das ist wohl scheinbar... Ach, hier hätte ich auch hochgekonnt. Was okay. war das hier? Ich glaube, die Alten hatten hier Hologramme, die man sich zum Spaß anschauen konnte. Aber der Ort selbst ist auch irgendwie zum Vergnügen gedacht. Das ist sehr verwirrend.
Jede Menge Symbole. Das Ding ähnelt einem Vulkan. Ja, scheint nordöstlich von hier zu sein. Okay, zum T-Rex geht's da lang. Das zweite von unten sieht irgendwie aus wie Munition. Das andere darüber. Zwei Zweien? Keine Ahnung. Nee, er wahrscheinlich. Oder? Ach, keine Ahnung. Ja, das ganz oben ist der Vulkan wahrscheinlich. Nehmen wir erstmal noch einen Stein mit. Ah, da hinten sind noch ein paar Wachen. Okay, ich dachte, da hat sich was bewegt. Aber in der unmittelbaren Umgebung ist es eigentlich recht friedlich, sag ich mal. Ist Fedder rein? Ja, er möchte persönlich für die Sicherheit der Kuppel einstehen, bis es soweit ist. Klingt, als könnte Fedder in dem Kuppelbau sein. Ob dieser Ort den Ahnen heilig gewesen ist? Ach Gott, scheiße, die kommen gehört direkt in unsere Richtung. Ha. Mitten ins Schwarze. Okay, sie scheint aber nicht da in der Nähe zu sein. Sie ist wohl scheinbar woanders lang. Okay, die ist jetzt da. Der andere rennt da lang. Okay. Was macht sie jetzt? Wie ist unsere Strategie hier? Bringen wir es hinter LOL. Uns. Ich hab den anderen auch noch getroffen. Ach nee. Der ist einfach nicht gestorben. Ah, okay, das war jetzt. Ich dachte eben, gut, okay, ich stech durch den einen durch und treffe den anderen auch noch, aber nö. Okay. Was haben wir hier? Kuppel. Velociraptoren. Oh, interessant. Dinos. Da müssen wir lang. Trägt der Dinosaurier einen Hut? Je stärker etwas menschlich wirkte, desto besser hat es sich verkauft. Interessante Taktik. Rex-Mix. Wird Zeit für... Ich könnte sie angreifen oder im Gras vorbeischleichen. Das sind also diese Spinnenmaschinen? Feuer kann hier nichts ausrichten. Vielleicht sind sie noch seltsamer. Ich wollte eigentlich nur einen Burger mitnehmen bei Rex-Mix, aber... Spiel sagt scheinbar nein. Das Marketing war geschmacklos, vom Essen ganz zu schweigen. Aber mit jedem neuen Pangea-Holo gingen die Einnahmen durch die Decke. Die Leute würden alles fressen, solange man es ihnen nur richtig serviert. Oh, damit hat er recht. Manchmal reicht es einfach nur aus, wie ein weiterer etwas... Bereich des Parks. Fedder und sein Schlüssel könnten hier irgendwo sein. Ja, aber manchmal reicht es auch einfach nur aus, manche Dinge einfach nur mit schönen Worten zu verpacken. Und schon fressen einen manche Menschen aus der Hand. Vielleicht war das eine Art Attraktion. Der Dinosaurierangriff war eine Attraktion? Ist hier irgendwer? Nee, sieht nicht so aus. Raptor Ride. Sieht wie ein Krallenschreiter aus. Die sind auch in Herden unterwegs. Die Krallenschreiter. Gehen wir rein, ich hab Bock da reinzugehen. Mal sehen, was da drin ist. Bin gleich hinter dir. Okay. Mit Rangliste. Okay. Oh! Den Mensch, den habe ich fast übersehen. Das ist immer gut.
Ich hab vergessen, dass wir da hin müssen. Achtet auf Eindringlinge und sofort töten. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Wie könnte ich nicht zurückkommen? Meine Schwester. Sika. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Wenn wir jetzt angreifen, gerät sie ins Kreuzfeuer. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Ich bin so nervös, dass ich mir den Satz kaum merken kann. Tu einfach, was Walter sagt. Mach deinen Kopf frei. Vergiss einfach alles. Deine Ahnen, deine Vergangenheit, sogar deine Familie. Denk an ihn. Was dieser Moment bedeutet. Na los, ich will's hören. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt... wieder vermasselt. Entspann dich. Stell dir vor, er ist hier. Wie beim ersten Mal, als wir ihn am Strand sahen. Fühle das Leuchten seiner Gegenwart. Lass dich von ihr überwältigen. Und dann sag es. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Oh, er wird dich auswählen. Ich weiß es einfach. Wir wurden alle ausgewählt, Pera. Du hast einen Platz in seiner neuen Welt, egal was passiert. Pera, Kina, es wird Zeit. Fedder, wir werden bald aufbrechen. Verstanden. Okay. Zweiter Trupp. Ihr seid die Eskorte. Die anderen warten hier mit mir, bis Walter den Befehl zum Ausrücken gibt. Kina. Denk dran, Fedder hat einen Schlüssel und den werden wir bestimmt brauchen. Gut. Erledigen wir ihn. Vielleicht können wir sie leise ausschalten. Oh, ich weiß noch nicht. Denkst du, was ich denke? Weiß ich noch nicht. Überraschungsangriff? Ja. Ich geb dir Deckung. Ich habe ein bisschen verdrängt, dass ich auf schwer gestellt habe. Deswegen sterben die wahrscheinlich beim stillen Schlag nicht. Beeindruckender Schuss. Wie immer. Okay, zwei sind damit schon mal erledigt. Da hinten kommt noch einer. Warte mal, der hat ein Schild, ne? Okay, was war das? Okay, der hat die Leiche entdeckt. Jetzt sind es auch noch drei. Wollt ihr da drüben nachsehen? Hier ist alles klar. Solange die nicht gegen mich rennen, ist alles okay. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Na los, komm, geht wieder zurück. Muss ein Tier gewesen sein. Ja. Reiß dich zusammen. Sie ziehen weiter. Wildschwein. Die werden mich außerhalb von dem Gebüsch eben gesehen haben. Aber den da oben kann ich, glaube ich, nicht angreifen. Der hat, glaube ich, ein Schild. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Dann müsste ich erstmal schauen. Dass wir erstmal die beiden hier ausschalten. Wir haben Gesellschaft. Ich weiß. Wir sind hier nicht allein.
Okay, irgendwer hat mich gesehen. Ich weiß noch nicht wer. Oder auch nicht. Okay, der bewegt sich da hin. Guter Schuss. Wer ist das? Okay, ich muss auf jeden Fall moven. Ansonsten finden sie mich. Okay. Ja, das sind relativ viele. Ich glaube, wenn ich so einfach reinstürme, dann endet das nicht so ganz so gut. Und wenn ich jetzt reinschieße, dann sehen sie mich auch alle. Wer war das? Naja, ich werde jetzt nicht aus dem Gebüsch kommen und mich melden. Und sagen, hier, ich war's. Ach ja. Ich nutze mal den Moment und mache ein bisschen Muni. Und der steht schon so da. Okay, der hat... Ist das ein Schild, was der hat? Ich bin mir nicht sicher. Was? Verstanden. Doch, der hat ein Schild, okay. Wenn ihr zu mir... Nee. Ich gebe die Deckung. Ah, okay, jetzt haben sie die zweite Leiche entdeckt. Der steht so da, als hätte er ein Maschinengewehr. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Achtung! Leiche, wer fehlt? Langsam. Ich glaube, den werde ich nicht einfach so umnieten können. Glaube ich. Ich guck mal, der ist recht weit weg von den anderen. Bleiben wir zusammen, Aloy! Oh, das war eine scheiß Idee. Ich geb dir Deckung. Ich brauche Hilfe! Oh, das ist nicht gut. Das ist ja heute nicht so gut gelaufen. Hin. Selka ist ich kann irgendwo. Noch. Okay. Gibt hier jemand? Wir suchen. Okay. Warte mal, der. Ah, das ist der mit dem Schild, ne? Ja, das ist der mit dem Schild. Scheiße. Auf den mit dem Schild habe ich noch gar keine Lust. Aber ich glaube... Und suchen! Na los! Da! Ja. Ah. Du! Du! Ja. Was für wir müssen helfen! Ja. Er muss okay. Gegen Blutdurst helfen, keine Argumente! Das stimmt. Okay, ging besser als ich dachte. Baum dazwischen. Okay, kriegen wir, haben wir gleich. Endlich vorbei. Holen wir uns den Schlüssel. Ich glaube, hier ist Fedder umgekommen. Ach, ich habe den da umgenietet? Okay. Okay, okay.
Aber wir looten noch. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, ich habe soweit alles. Also gut, finden wir heraus, wofür dieser Schlüssel ist. Ich hoffe, er führt uns zu meiner Schwester. Londra hat sie so richtig am Haken. Wie kann sie so blind sein? Ich weiß ja auch nicht. Ahnen. Das hier ist das reinste Labyrinth. Ja. Das ist noch ein Fragezeichen. Ich glaube aber, das Fragezeichen wird wahrscheinlich zu irgendeiner Pangea-Figur wahrscheinlich gehören. Also, nehme ich mal an. Noch eine Patrouille. Walter hat all dies und mehr gebaut. Wirklich unglaublich. Ja, er alleine hat das gebaut. Okay, es sind zwei. Bringen wir es hinter uns. Bleib stark. Nicht mehr lange bis zur Auferstehung. Ach, der benutzt euch doch nur. Ich find's nur schade, dass sie das nicht mitbekommen. Oh, schönes Feuer. Der sieht schlau aus. Brauche ich dafür mein Dings? Das sieht fast so aus, ne? Eine Ruine. Einer von diesen Läden. Vielleicht ist noch eine Figur da drin. Okay, die Wand sieht aus, als könnte man die kaputt machen. Aber ich komme hier nicht durch. Und das, obwohl die Wand so aussieht, wie sie aussieht. Ha, okay. Ich glaube, da muss ich später hin. Oder beziehungsweise ich glaube, dass wir da erst später rein können. Weil die sah doch sehr. Also die Phantome. Waren doch sehr stark. Könnte sie angreifen oder im Gras vorbeischleichen. Das sind also diese Spinnenmaschinen? Vielleicht sind sie noch seltsamer. Oh, ein Spinosaurus. Ich will gar nicht wissen, wie das hier ausgesehen hat, als das alles noch nicht so runtergekommen war. Boah, das war wahrscheinlich richtig cool. Okay, meine Lieben, das war's für die Folge. Ich mache an der Stelle Schluss. In der nächsten Folge geht's weiter. Tschüssi.